Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil von Burgmagengeflüster. Ja, wir waren schon relativ viel unterwegs auf diesem Areal, dieser Burg Landskron nahe Villach. Und wir hatten dann doch schon einige Eindrücke gewonnen, was diese Untersuchung betrifft. Und wir sollten uns ganz zum Ende hin dann alle zusammen in einem der interessantesten Bereiche dieser Burg einfinden, um diesen Ort nochmal eingehend zu untersuchen. Und die Rückmeldungen, die es dort dann gab und auch was um uns da herum geschah, was wir vor Ort nicht so gut mitbekamen, waren schon recht eindrucksvoll. Versuchen, das Gerät, was die Nicole in der Hand hält, anfassen oder dem Gerät näher kommen. Auch die Martina hat so ein Gerät in der Hand. Es wäre sehr freundlich von Ihnen, wenn Sie mit uns sprechen würden. Haben Sie noch eine Botschaft für uns? Oder haben Sie noch eine Botschaft für Ihre Fans? Sie haben die Möglichkeit, uns das zu sagen. Gut, wir möchten uns bedanken für die freundliche Kommunikation. Alles gut in die geistige Welt. Wir bleiben heute noch ein bisschen hier. Herzlichen Dank an die mit uns kommuniziert haben. Dankeschön. Kannst du nur versuchen, deinen Arm zu heben? Wir sehen dich. Ja, danke schön. Super. Das ist sehr freundlich. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Kannst du das nochmal probieren, bitte? Einfach den Arm nach oben heben. Das wäre sehr, sehr nett. Ich habe das vorhin nicht gesehen. Würdest du das noch einmal machen, bitte? Wow, danke schön. Wow. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank.
Boah, Gänsehaut. So, wir können Sie sehen. Wir sehen Sie über uns. Haben Sie auch eine Nachricht an uns? Können Sie uns Ihren Namen nennen, bitte? Von diesem Projekt. Wir wissen ja nicht, wer Sie sind und wir wissen auch nicht, in welchem Jahr Sie hier waren. Können Sie uns vielleicht sagen, in welchem Jahr Sie hier auf dieser Tour waren zu dem Zeitpunkt? Wir befinden uns zurzeit im Jahr 2022. Es würde uns sehr freuen, wenn wir von Ihnen eine Rückmeldung bekommen würden. Sind Sie noch gerne hier auf dieser Burg? Er winkt. Schon, gell? Der winkt tatsächlich. Schon, gell? Genau. Dankeschön. Das ist ganz nett von dir. Wirklich. Können Sie auch versuchen, sich einmal zu bewegen, woanders hin zu bewegen? Schau dir das an. Schau dir das einmal an. Möchten Sie auch versuchen, auf den Boden zu kommen? Wir tun dir auch nichts. Das ist sehr schwer zum Halten, das Gerät. Vielleicht ist das auch... Es wäre sehr nett, du kannst auch auf die Leiter kommen. Die ist nur ein Stück tiefer. Hast du es gerade weiter? Ja. Da. Aber ist ausgeschalten. Moment. Na, sag's mal, wo er ist. Und am besten herführen zu mir. Du musst mehr zum Kronleuchter um. Ja, da. Eigentlich direkt über uns, ne? Da, oder über mir. Das genau bist. Können Sie versuchen, Ihren Arm zu diesem Gerät, zu diesem schwarzen Kästchen herunter zu strecken, dass ich hier nach oben strecke. Hier gibst du einmal das da. Sie können versuchen, das schwarze Kästchen ober mir, also was ich in der rechten Hand halte, anzufassen. Du bist aber, glaube ich, auf der verkehrten Seite gestanden. Ist jetzt weg. Oder? Weg. Kannst du noch mal zurückkommen, bitte? Was machst du da?
bedanken wir uns aber für diese... Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe dich ganz kurz gesehen. Kannst du bitte wiederkommen? So. Ja, ich sehe dich, danke. Das ist wohl schwer zum Kombinieren. Also wirklich, ja, weil es seitenverkehrt ist, gell? Du bist automatisch in die falsche Richtung. Wie geht denn jetzt los? Jetzt. Geht die Nürnberg gepasst? Ja, schon. Sie. Nein, das ist doch nicht so. Quasi froh und dann gibt es quasi Zeit zum Antworten von. Mit der Zeit. Mirik, wie viel spielt das aus? Miracle Box Session. So, noch einmal einen schönen guten Abend von unserer Seite. Hallo. Ihr habt jetzt noch einmal die Möglichkeit, mit uns zu sprechen, wenn ihr das wollt. Und wir fragen jetzt noch einmal, ist irgendjemand da, der hier mit dieser Burg verbunden war? Vor allem aber, ist irgendjemand da, der in den 70er Jahren hier vor Ort war? Ist jemand von den Filmarbeiten hier, der was auf diesem Klavier gespielt hat? Der Georg der Maler hat doch Klavier gespielt. Hat er das hier oben auch gemacht? Ich tue da nichts. Kannst du dich da nicht gefährden?
sein. Wir haben keine bösen Absichten, wir wollen nur mit euch kommunizieren. Und vielleicht herausfinden, ob ihr was mit diesem Ort zu tun habt, oder mit der Burg selbst. Jetzt unterwegs. Das Gerät sagt nur zusätzlich an, dass du da bist. Also auf dem Klavier haben wir das schwarze Gerät stehen, mit dem grünen Lämpchen. Ich habe es jetzt extra stehen lassen und ich bin weggegangen. Möchte jetzt jemand zu dem Gerät sich nähern? Wir zwingen natürlich niemanden, aber es wäre sehr nett oder sehr schön, wenn wir einmal sehen würden, wie da mehr Lämpchen aufleuchten. Ist jemand da von den Filmdrehmitgliedern oder Crewmitgliedern, die da bei den Dreharbeiten dabei waren? Das wäre sehr, sehr nett. Es passiert euch nichts, es kann euch nichts tun, es kann niemanden verletzen. Wir wollen auch niemandem was Böses, ganz im Gegenteil. Wir wollen nur versuchen, mit euch Kontakt aufzubauen. Und es wäre schön, wenn das vielleicht ganz funktionieren würde. Gearbeitet hat. Hat hier früher jemanden den Burgherrn gedient? Vielleicht versteht ihr einfach nur nicht unsere Aussprache, die wir heute benutzen. Jemand, der an der Burg mitgebaut hat. Stören wir euch vielleicht? Oder ist das einfach der falsche Ort? Das ganze Mittag macht gar nichts.
Hast du Rakete? Ja. Es ist jetzt wieder irgendwo Stadel. Ja, genau. Die Dinge der Stadel wird fließen lassen. Hallo, ich bin Lucy. Hallo. Julie, bist du? Hallo, sehr lieb. Danke. Ihr seid sehr freundlich. Magst du noch einmal winken? Niki hat ein Gerät in deinem Weg, mit dem kannst du mit uns kommunizieren, und wenn du es ausschlagen willst, du kannst dich dem Gerät nähern, ich füge es daher. Wenn du dich näherst, bedeutet das für uns eigentlich, ja. Hast du hier früher gelebt? Kannst du das Gerät vielleicht mal ausschneiden, was du tust? Kann auch ein Stück zurückgehen. Aber wir tun dir nichts. Wir haben wirklich keine Absicht, mit euch Böses zu tun. Wirklich nicht. Am Ende der paranormalen Untersuchung hat sich das gesamte Team nochmal zusammengerafft und sind gemeinsam nochmal in diesen Raum, in dem alles angefangen hat. Das ist ein Raum, wo darüber die Kirche oder die Kapelle ist oder war. Eine alte Kapelle hat es gegeben, die hat es, glaube ich, während des Krieges ist diese auch zerbombt geworden. Und in diesem Raum waren wir. Nach Rücksprache mit dem Burgdirektor, dem Herrn Gumpitsch, wurde uns gesagt, dass im oberen Stockwerk dieses Gebäudes der damalige Pfarrer seine Privatgemächer gehabt hat. Und dieser Raum, diese Location vor Ort war schon sehr eigen. Also wir haben uns alle sehr unwohl gefühlt. Aber naja, das kann man natürlich, Gefühle, Emotionen kann man so oder so interpretieren. Da kann man nicht unbedingt sagen, dass jetzt da wirklich was gewesen ist, nur wenn man was gefühlt hat. Da hatten wir auch die Portal-Session und die war zusammen mit der Nekrophonik ein wahnsinniges Ergebnis, Feuerwerk, was uns die noch gebracht hat. Die Auswertung, die ja sehr umfangreich war und Bernhard ja gemacht hat, die zeigt
uns, was wir da wirklich empfangen haben. Das ist ganz am Mittag. Das Witzige ist, wo du es gerade mit der Hornkompost war, nichts dabei. Wenn ja, ja, was? Ich muss nur extra aufschreiben, warum jetzt nichts war. Lass das ganze Mittag bitte ausschlagen. Ich habe einen Ausschlag. Du hast. Bei dir? Dankeschön, ja, bei mir leuchtet. Schau. Ja, das ist überall. Was ist da? Danke. Warum hast du es für Erwartungen? Ja. Nur mal rein so zur Info, wir sind jetzt als ganze Gruppe da. Die Frage ist, du kannst versuchen zu sprechen, das ist kein Problem, da hören wir dich auch. Was ist das? Was ist was? Lass uns gerade so weiter aufschlagen lassen. Liegt es an mir, dass es ausschlägt? Kannst du beide aufschlagen lassen? Hokus pokus. Das da und meins waren gleichzeitig. Das kann keinen Zusammenhang haben. Das einmal das, dann das und das, dann das und das. Kannst du vielleicht meins ausschlagen lassen? So wie früher. Haben wir von der anderen Seite jetzt auch eine Kamera? Oder? Ich mache die auch für mich her. Weil ich habe nämlich von der Seite nicht alle drauf. Okay. Warum ist die hier? Wir sind da, weil wir mit euch kommunizieren möchten. Ja, das ist so generell, oder? Wir wollen nichts Schlimmes. Wir dürfen gerne wissen, wer du bist. Wir waren sicher. Ja. Ja, dann machen wir das mal. Sorry, dass es angegriffen hat. Schau dir das an. Wir haben die meiste Zeit des Abends ja in kleineren Teams verbracht, an unterschiedlichen Orten, um etwas großflächiger diese relativ große Burg untersuchen zu können. Und zu später Stunde haben wir uns dann alle gemeinsam dort eingefunden, wo ich, die Sandra, die Martina begonnen haben, nämlich in diesem Gebäude, das wir das Turmhäuschen nannten. Das deswegen, weil oberhalb dieses kleine Türmchen war, der Zugang zu diesem Turm war uns leider versperrt und wir konnten da leider nicht drauf. Aber da gab es doch einiges an Aktivität und so haben wir gesagt, machen wir dort fertig quasi. Die Bereiche, diese großen Säle der Burg, die liegen ein wenig oberhalb, also räumlich komplett von diesem Gebäude getrennt. Und der Michael hatte die Idee, dort eine Passivcam aufzustellen und die alleine laufen zu lassen. Das war ungefähr eine Stunde Material. Mit dabei war auch im Sichtbereich unser Bewegungsmelder, also dieser Teddybär, der auf Berührung reagiert. Wir waren eigentlich neugierig, ob dieses Experiment auch irgendetwas bringen wird. Ich war da zunächst ein bisschen skeptisch, habe aber dann gleich gesehen in der Durchschau, dass der Bär doch ein bisschen Aktivität gezeigt hat. Aber da war so viel mehr zu hören. Es ist nicht ganz leicht, aus dem ganzen Rauschen und Pfeifen dieses sanften Lüftchens, das es da an diesem Abend gegeben hat, Stimmen und Geflüster herauszuhören. Man muss das immer ein bisschen trennen, also diese natürlichen Geräusche, die es halt so gibt in alten Gemäuern auch. Aber ich muss dazu sagen, der Bereich, wo diese Passivkamera gestanden hat, war ein Teil eines Restaurants auch zum, also das war eigentlich nichts Offenes und wir waren auch die einzigen Personen auf dieser Burg. Ich hatte auch am Anfang dann den Eindruck, immer dann, wenn der Bär losgegangen ist, gab es zwei, dreimal
also gab es so Klopfgeräusche und ich habe das irgendwie, hat sich angehört wie Schritte. Ja, und dann gab es eben diese Bäraktivität. Also immer, das war immer so ein wenig zusammen. Also Flüstern, Klopfen, Schritte und Bäraktivität. Dann war es wieder ruhig. Das wirklich Krasse war, als ich dann irgendwann in der Mitte drinnen plötzlich wirklich deutliche Schritte gehört habe. Also da hört man, da geht jemand. Da geht jemand und dann am Ende, also hat dieser Bär wieder aufgeleuchtet. Und das war so eine Szene, die, man kann jetzt natürlich sagen, okay, da ist halt wer gewesen, aber da war niemand außer uns und wir waren ganz woanders. Von vorhin. Das ist Weinen. Ja, am späteren Abend geschah dann etwas sehr Merkwürdiges, also meiner Meinung nach. Mir ist eben aufgefallen, dass die Katzometer-Aktivität insbesondere in Bernhard seiner Nähe mehr wurde. Und sobald er sich von uns wegbewegt hatte, waren witzigerweise die Katzometer und alle anderen Geräte auch still. Daraufhin habe ich mir gedacht, ich gehe dieser Sache mal auf den Grund und bin dann mit dem Katzometer, dem Bernhard, eben nachgegangen und ja, so wie ich es mir gedacht habe, in seiner Nähe haben sie wieder ausgeschlagen. Der Bernhard entfernte sich wieder zu den anderen runter, weil wir im oberen Stock waren und das Katzometer bei mir oben war wieder still. Und das Ganze habe ich dreimal getestet und dreimal kam das Gleiche vor. Hast du geweint? Signalisierst doch über diese Geräte mit. Bist du noch
Ist noch jemand oben im oberen Stock? Kannst du noch mal klopfen? Kannst du irgendwo Geräusche machen? Hast du oben jetzt Geräusche gemacht? Kannst du jetzt mal diese Taxometer aufschlagen lassen? Dieser Abend war anstrengend für mich. Ich hatte ständig ein leichtes Beklemmungsgefühl. Ich habe das eigentlich auf den relativ langen Tag zurückgeführt, inklusive einer doch recht weiten Anfahrt. Und eines fiel uns allen auf. Während am Anfang das noch nicht zu beobachten war, begannen in der zweiten Nachthälfte oder gegen Ende hin die Geräte in meiner Umgebung verstärkt Aktivität zu zeigen. Ich kann das jetzt auch nicht erklären. Ich habe selbst auch mehrfach überprüft und gecheckt, dass ich ja nichts irgendwie Abstrahlendes bei mir habe. Das Smartphone etwa ist Flugbetrieb oder war, hatte ich gar nicht dabei, weil es ja auch dann nicht braucht. Jedenfalls, es war dann nämlich auch so, dass wenn ich insbesondere in diesem Turmhäuschen, wie wir auch gesagt haben, da gab es ja eigentlich drei Stockwerke, den Keller, den Dessertgeschoss, wo wir uns hauptsächlich aufgehalten haben, und dann den oberen Stock. Und es war egal, dort, wo ich mich aufhielt, in dem Stockwerk, gab es dann auch bei den anderen verstärkte Katzometer-Aktivität. Auch der Bär war dann aktiver. Sowas haben wir eigentlich noch nicht so in dieser Deutlichkeit gesehen. Und ich weiß nicht, also das war sehr eigenartig, und ich betone das auch immer dazu, wir versuchen auch wirklich Störquellen im Vorfeld zu identifizieren, weil das auch wichtig ist. Es gibt immer auch die Möglichkeit, dass all diese Geräte sich nahren lassen, aber da konnte ich wirklich rein gar nichts ausmachen, und ja, so bleibt es eben dabei, dass dieser Effekt beobachtet wurde. Am Ende hat das Team beschlossen, unten in dem kleinen Türmchen noch eine Necro-Session zu machen. Und nachdem das meine allererste bei einer richtigen Untersuchung war, war das für mich auch natürlich sehr aufregend. Ich stand relativ weit hinten im Raum, und dort hinter mir gingen auch noch ein paar Stufen bergab und hinauf. Und aus dem Eck, wo die Stufen bergab gingen, kam immer wieder so ein komisches Gefühl, dass hinter mir jemand stehen würde oder mich beobachten würde. Kalte Luftzüge sind ja normal in diesen alten Gemäuern, aber dieses Gefühl war schon sehr eindrucksvoll. Hallo! Wer ist hier? Wer ist ich?
Es hat geheißen, es gibt eine Nachricht für uns. Welche? Könnt ihr, ist jemand noch hier? Irgendwas mit hier. Kannst du uns einen Namen nennen? Was ist denn hier? Hast du eine Nacht an den Berg gehabt? Was willst du ihm denn sagen? Na, geht weg, geht. Geht weg, geht. Sollen wir gehen? Thank you.
Okay, noch einmal die Frage. Hallo. Ist Elisabeth auch hier? Kannst du einen anderen Namen auch noch sagen? Ja, wahrscheinlich schon. Was ist denn mit mir? Ja, so wie erkennt, ja. Ja, ist verstanden. Ja.
Das ist eine interessante Aussage. Ja, das kann ich ja. Du hast vorher eine ziemlich merkwürdige Sache gesagt. Wir werden bald aufbrechen hier. Gibt es noch andere Nachrichten? Kannst du noch mal klopfen? Zu Beginn und am Ende hin waren wir ja in diesem Gebäude, wo oberhalb dieser Turm war, und da gab es eben im hinteren Bereich diese Treppe rauf und gleich daneben diese Treppe runter in diesen, da war unten eigentlich nur so ein kleiner Kellerraum, deswegen haben wir uns dort nicht viel aufgehalten, weil es zu eng gewesen wäre. Was ich bei der Auswertung festgestellt habe, das zieht sich jetzt komplett durch. Wir wurden immer wieder aufgefordert, rauf zu gehen, nach oben, ich bin oben. Also gab es verschiedenste Meldungen. Und ja, es ist natürlich jetzt schwer zu sagen, was das bedeutet. Also sowas zu interpretieren ist halt immer auch so eine, da muss man halt vorsichtig sein. Die einzige Sache, die uns jetzt so also aufgefallen ist, war, dass dort oben, also diese Treppe da rauf, waren vier oder fünf Dachbodenzimmerchen. Also waren sehr kleine Zimmer, die auch ziemlich vollgeräumt waren mit Sesseln, mit allem Möglichen. Und eines ist uns allen dort aufgefallen. Wir hatten dort ein unglaublich beklemmendes Gefühl, und wir geben ja normalerweise, versuchen diese Gefühlsebene nicht zu stark zu betonen. Das ist, wir wollen uns da wirklich auf messbare Größen konzentrieren. Aber was dort war, dort hatten wir schlagartig alle
irgendeine eine Art von ja, körperlicher, ja, körperlichem Unwohlsein. Und so sind wir eigentlich wieder sind wir unten geblieben, auch weil oben halt dann das alles sehr eng oder beengt war. Zusätzlich, wie ich dann insbesondere mit der Sandra alleine unten war, zu Beginn dieser Untersuchung, zu Beginn des Abends, wir haben dort oben eindeutige Geräusche wahrgenommen. Da war Klopfen und einmal war ein, das war so ein Dielenboden, der verstaubt war, ein bisschen sandig, was auch immer da war. Und da waren Schlürfgeräusche, also ob jemand Schritte so drüber schlürfen würde mit den Schuhen. Oder. Also so hat sich's angehört, das haben wir beide deutlich wahrgenommen. Ein Phänomen ist dort auch das erste Mal so richtig intensiv aufgetreten, nämlich deutlich wahrnehmbare Kälte. Wir haben leider kein Temperaturmessgerät dabei gehabt, sodass wir das jetzt da messtechnisch bestätigen können. Aber es war deutlich. Es war an diesem Abend, natürlich fällt die Temperatur im Laufe der Nacht, aber da waren plötzlich ganz kalte also Luftzüge, wie auch immer man das sagen soll, Kältebrücken da, und einmal war es so deutlich, das war da gegen Ende dann auch, wo wir alle zusammen waren, da gab es dann die Situation, dass, ich glaube, die Sandra hat gesagt, wow, da ist es kalt, und im selben Moment kommt aus dem Lautsprecher, wir haben da gerade das am Laufen gehabt, ich glaube, Eis, also ein Hinweis auf Kälte.
Für wen hast du eine Nachricht? Sag den Namen bitte. Das ist fünfte Mal auf die Folge. Und welche Nachricht? Okay. Gut. Bett liegt ins Bett. Ja, okay. Das war die paranormale Untersuchung in einer wunderbaren Burg mit viel, viel Geschichte. Burgmagengeflüster, der wirklich perfekte Titel für diese Episode. Es waren unglaubliche Rückmeldungen. Wir haben Geräusche wirklich vor Ort mitbekommen. Wir haben Emotionen gehabt auf dieser Burg. Wir konnten uns einander besser kennenlernen und auch natürlich zusammenschweißen. Wir haben wunderbar zusammengearbeitet und das erweiterte Team konnte sich einmal so richtig einmal auf den Zahn fühlen mitten nach da oben. Und wir möchten uns bedanken, ganz recht herzlich bedanken bei Herrn Direktor Erich Gumpitsch von der Burg Ruine Landskron, dass er uns das ermöglicht hat, dass wir dahin durften. Somit sind wir am Ende angelangt. Und nicht vergessen, dranbleiben, es kommen noch ein paar Outtakes, ein bisschen was für den guten Humor. Alles Gute, euer Projekt Anderwelt. Tschüss. Thank you.
schlürfende Geräusche zu hören. Ja, zusätzlich. Ja, am späteren Abend geschah dann das Merkwürdigste. Was ist das jetzt los? Michael! Das Haus? Wo ein. Ein Turm? Das ist, glaube ich, die 15. Aufnahme. Das 15. Nicht, wenn man reden kann. Nick und ich haben uns dann zur Betriebsküche begeben. Die haben in der Burg auch ein. Also, wir hörten dort auch Schritte. Statement 4, Alina. Wir haben uns am Anfang entschlossen, da Michael, die Nicole und Nati und ich, dass wir in den Keller gehen. Und ja, wir haben vor Ort eigentlich nicht wirklich was wahrnehmen können. Und ja, Bernhard hat dann bei der Auswertung aber den Scheiße was getroffen, keine Ahnung. Schneiden. Audek 1. Ja, also dieses Gebäude war mit einem. Oh. Wir sind in den kleinen Turm, der ja eigentlich kein Turm war. Zwei. Was war denn wohl genau? Jetzt ist ganz vorbei. Na, tu mal auf Stopp, bitte. Tritt nochmal das, was ja, ihr richtig seht. Ja, also in diesem Gebäude war ja, da ging eine Treppe rauf und da war dieses Türmchen, der es uns leider versperrt war. Wir. Ja, da waren Schritte zu hören, so schlürfende Geräusche. Da war ja auch. Ja, was war denn da? Ich schaue vorbei, ich schaue mich noch nie um. Na, nochmal. Wir sind in den kleinen Turm, der eigentlich gar kein Turm war, hinuntergegangen. Die Alina hat mal genau in die Augen geschaut. Kannst schon wieder löschen, gell? War schon wieder für nix. Ich will es nicht nochmal auf Ohr. Okay. In dem unteren Turm, der eigentlich kein Turm war, bin ich ja mit Bernhard und mit Sandra hinunter in den kleinen Turm, der eigentlich kein Turm war. Ja. Wir hatten dann. Oh, kannst du das alles bitte wegschneiden? Das ist.